Hallo und herzlich willkommen, ich bin Sans und wir spielen LS22 in Silverrun Forest. Ja, und als allererstes muss ich mich entschuldigen. Ich hatte mal wieder ein paar Tonprobleme in der letzten Folge. Ich hoffe, das wird diesmal besser. Ja, ich habe es in der letzten Folge schon angekündigt. Wir wollen uns in dieser Folge mal die Container anschauen. Diese Autoload-Container. Und dafür brauchen wir aber auf alle Fälle Holz. Ich bin jetzt hier an der... Ja, ich würde sagen, ja, südöstlichen Ecke von unserem Grundstück. Wir haben ja die letzten Male hier auf der Seite Bäume weggefällt. Ich will mal hier ein bisschen reingehen, denn hier sind auch schöne große und lange Bäume. Und ich würde die mal einfach alle runterfällen. Die können wir dann nämlich alle schön hier rausziehen und hier auf den Container laden. Das wäre zumindest so ein bisschen der Plan. Aber keine Sorge, wir machen heute ein bisschen das Ganze im Zeitraffer, sodass ihr noch mitkriegt, was wir hier alles runterfällen, aber es nicht allzu langweilig ist. Von daher würde ich sagen, geht's los! So, da haben wir einen kleinen Haufen an Baumstämmen zusammengekarrt.
Das wird natürlich nicht reichen, innen und vorne nicht, gehe ich ganz stark davon aus. Aber ich bin mir zumindest erstmal, wir müssen uns das ja mal anschauen. Ne? Ich würde sagen, wir nehmen gleich mal noch ein bisschen mehr Kredit auf. Ich gehe davon aus, dass wir ein bisschen Kohle ja wieder bekommen werden. So, dann brauchen wir jetzt auf alle Fälle ein LKW. Und ich, wie gesagt, ich würde jetzt gar nicht großartig, wir nehmen einfach, keine Ahnung, wir nehmen den Mac hier, genau. So, den mieten wir uns. Ja. Okay, steht beim Händler bereit. Und dazu brauchen wir jetzt dementsprechend einen Tieflader. Den hier. Und wir brauchen, die Kombination, das sehen wir hier gar nicht, ne? Tieflader. Und für, ja, das reicht so, wie es ist, ne? Mieten kostet uns auch 2800, ne? Haben wir. So, und jetzt brauchen wir den Container. Den Container. Ist jetzt, die sind hier, sind die. Deswegen habe ich die nicht gefunden. Okay, Transportcontainer. So, 12 Meter. Ich habe mich tatsächlich für 6 Meter entschieden. Ihr habt gesehen vielleicht, dass ich auf 6 Meter geschnitten habe. Das habe ich, falls das jemanden interessiert, mit, ich habe es, glaube ich, in der ersten Folge schon erwähnt gehabt. Das ist mit dem Addon Maßband passiert. So, und jetzt haben wir allerdings noch ein Problem. Wir brauchen ein Gabelstapler oder irgendwas ähnliches, um den Kram hier aufladen zu können. Denn sonst bekommen wir den Container hier nicht hoch. Den müssen wir uns also dementsprechend auch nochmal mieten. Lizard. So, und dann brauchen wir aber was Ordentliches eigentlich, um das Ding hochzuheben, oder? Denn das wird ja mit einem normalen Gabelstapler wird das ja nicht funktionieren. Es gibt hier den Manitou, der ist schon recht groß mit 8,3 Tonnen. Wir probieren den einfach mal. Der kostet jetzt nicht so viel. Im schlimmsten Fall haben wir jetzt einfach wahnsinnig viel Minus gemacht. Aber ich hoffe, dass der das packt. Ansonsten haben wir ein Problem. Ja, gefällt mir auf alle Fälle richtig gut. Das ist schon ein ganz schönes Gefährt, ne? Ein schöner Gabelstapler. Kann ich mir auch gut für meinen Hof vorstellen. So, jetzt können wir uns mal gucken. Seht ihr da? Da sind nämlich zwei kleine Öffnungen drin. Das heißt, wenn die Gabeln ganz auseinander sind, müsste das vielleicht sitzen. Sieht zumindest so aus, als ob das dann funktioniert. Jo, so klappt das. Und jetzt muss ich mal schauen, ob das hier irgendwie eine Form von Einstellung gibt. Türe öffnen. Okay. So, und jetzt müssten wir irgendwie versuchen, die Dinger da reinzuschieben. Und ich habe keine Ahnung. Also, das Geilste wäre natürlich, wenn wir die einfach bloß ranschieben müssen. Dann habe ich nämlich den wenigsten Stress. Ansonsten müssen wir es wahrscheinlich mit dem Kran machen. Aber wir werden mal sehen. Ich schieb mal vielleicht bloß das eine hier ran. Das wird nichts, sehe ich jetzt schon. Deswegen testen wir den Spaß ja. Ne? Das ist ja alles eine Frage. Wir müssen ja alles irgendwie testen. Ich gehe davon aus, dass wir die zumindest mit einer Ecke da irgendwie reinschieben müssen. Das heißt, einmal den Kram greifen. So funktioniert das. Okay, alles klar, habe ich verstanden. Ja, macht Sinn. Funktioniert. Ist erstmal keine schlechte Sache. Okay, das heißt, so können wir den Kram prinzipiell einfach alles uns schnappen und in diesen Container laden.
unterm Strich wird sich jetzt die Frage stellen, ist das wirklich effizienter oder nicht, ne? Ich meine, wir haben halt den Vorteil, dass wir... noch näher an den Wald ran können und wir kriegen ein bisschen einen besseren Preis für das Holz. Ich sehe es auch relaxed. Ich weiß, wir machen wahrscheinlich so, wie wir jetzt aktuell spielen. Wir könnten viel mehr Gewinn machen und so, aber ich will mir das halt auch angucken. Ne? Es ist halt, es ist so viel spannendes Zeug. Okay, sehr schön. Ich weiß auch gar nicht, wie viel hier reinpassen. Nehmen wir die Ansicht. Ich mag die irgendwie. So. Ich glaube, der kriegt die beiden nicht, oder? Sehe ich von hier nicht. Okay. Ja, ich werde mal das Wägelchen hier nochmal schön voll machen. Und werde bestimmt noch so den ein oder anderen Baum, denke ich, holen müssen. Das ist natürlich auch nice, wenn wir das so hoch kriegen. Irgendwie habe ich Spaß an den Kran fahren. Gerade. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Aber es macht irgendwie macht's Spaß. Ich denke, mit den Großen wird das dann noch mehr Spaß machen, wenn man die großen Gerätschaften fährt. So, jetzt weiß ich nicht, ob der hier reingeht. Ja, geht hier rein, sehr gut. Vermutlich wäre hier tatsächlich auch nochmal ein anderes Gerät besser, um die Dinger hier einfach anzusacken. Man kann ja eigentlich ganz gut fahren hier. Dreier noch. Also ist eine coole Sache mit den Autoload-Anhängern. Also das macht wirklich das Laden um einiges einfacher. Und nimmt, denke ich, so ein bisschen die Hürde für die ganzen Spieler, die wirklich eigentlich im Normalfall überhaupt keinen Bock auf sowas haben. Inklusive mir. Bin jetzt auch nicht der größte Fan von solchen Sachen. Oh, den letzten hier noch. Dann ist der Container zumindest schon mal halb voll, ne? Na komm, hoch. Runter. So, aber das Stück ist wahrscheinlich auch zu klein, deswegen wird er das vermutlich gar nicht nehmen. Okay. Der geladene Baum hat die falsche Länge, das reduziert den Verkaufspreis. Ziel 6 Meter. Okay, muss man wahrscheinlich wirklich rausnehmen. 8,6 Tonnen haben wir jetzt schon hier drin. Das ist... naja, das sind ungefähr 8000 Euro. Glaube ich, so in dem Dreh. Genau, ich werde mal den Wagen noch voll machen. Ich glaube, irgendwie wahrscheinlich werden wir was um die 20 bis 30 Tonnen werden wir da reinkriegen. Die Frage, die ich mir stelle, ist, kriegt der das dann noch hoch? Nee, natürlich nicht. okay, das war abzusehen. Vermutlich hätte man das Ding oben drauf lassen sollen. Ja. Ich
Ich bin mir nicht sicher. Also wir wären vermutlich 9 Tonnen, 19 Tonnen, 27 Tonnen. Ich ahne ganz Schlimmes. Wir werden den brauchen. Aber der kostet jetzt schon im Mieten 15.000. Was kostet der andere? Das ist auch nicht viel weniger, ne? Der kriegt das bestimmt hoch. Was kann man noch mit dem? Gibt es da bestimmt auch noch ein paar bessere Poltergabeln, oder? Fünfzehntausend. Da müssen wir einige Container und einige Dinger machen. Also ich sehe mich so, ich werde mir den Kram wahrscheinlich jetzt einfach mieten, denn wir kommen jetzt gar nicht drum rum. Ich wüsste nicht, wie ich das sonst transportieren soll, das Ding hier. Und ich werde vermutlich mal einfach den Wald jetzt leerfegen. Also wir werden da nicht drum rumkommen. Wir werden hier etliche Container wahrscheinlich machen müssen. Denn wir bekommen das sonst nicht hin. Ja, ich meine, da stehen noch ein ganz paar Bäume. Das ist wiederum ein großer Vorteil. Vermutlich kann man das dann einfach. Ach, wisst ihr was? Wir machen das. Nützt ja nichts. Hier ist wieder ein neues Gerät auch drin, ne? Also, wir werden jetzt gemietete Geräte, ich nehme jetzt den Gabelstapler, gebe ich jetzt zurück. Ich hab das geahnt, dass das so funktioniert. It is what it is. Wir nehmen jetzt das Ding und konfigurieren den uns auf zweierlei. Also zum einen werden wir uns hier die Gabel dazu holen, die Poltergabel, mieten. Yes. So, dann werden wir uns hierfür, Quatsch, die Palettengabel, jetzt noch den Entladegreifer schnappen. Der ist, glaube ich, ganz geil, um. Wir wollen es ja eh testen, ne? Es ist halt so. Ja. It is what it is. Ich meine, was machen wir im schlimmsten Fall? Wir müssen einfach nur mehr Bäume fällen. Mehr ist es ja letzten Endes nicht. Und Alter, sieht der scharf aus. Das ist mal ein geiles Gefährt, oder? So, ich fahre mal die Gabel. Können wir mal so einen Baumstamm hier anpacken? Ist ja wirklich lächerlich. Da können wir dann wirklich alle einsacken. Also da werde ich wahrscheinlich richtig Fortschritt machen mit dem Ding. Ich muss mich bloß mal irgendwie an die Steuerung hier gewöhnen. Ich muss, glaube ich, mal hier die Hilfe einblenden. Ach, nur so. Das ist. Es ist halt. Der Witz ist folgender. Also, ich habe mit dem. Funktioniert halt genau anders wie der Kran von dem anderen Teil. Das ist halt irgendwie. Naja. Nicht so schön. Jetzt steht hier unser Fahrzeug im Weg. Ja, das klappt aber so erstmal ganz gut. Sehr schön. Gut, dann stellen wir mal das Teil hier ab. Holen uns die Palettengabel. Ich vermute mal, mit der wird es dann noch ohne Probleme gehen. Macht er sich nichts draus, ne? Das nimmt er einfach, das Ding. Das gefällt mir wiederum richtig, richtig gut. Das ist so ein cooles Handling. Und ich denke, da kann man einfach so viel schöne Dinge machen.
Ich stelle mir zum Beispiel vor, dass man mit den großen Teilen einfach direkt an die Container ranfährt. Ich weiß gar nicht, funktioniert das andersrum genauso? Nicht? Kann ich einen Baum fällen und dann direkt gleich, zack, gib ihm rein damit? Indem ich mit dem Container ranfahre? Das wäre witzig. Aber wir probieren mal noch ein bisschen rum. Ich bin da tatsächlich gerade ein bisschen hyped. Umfeld. Okay. So, vermutlich würde dann auch ein größerer Container Sinn machen, aber einen großen Container, ich weiß nicht, ob der, wo die, ich meine, die müssen das ja auch irgendwie transportiert bekommen, oder? Aber wir machen es mal, wir lassen es erstmal so. Ich weiß auch nicht, wo hier 6 Meter, ab wann der anfängt rumzumeckern. Ist die Stücken zu lang oder zu kurz oder was weiß ich nicht sind. Jetzt ist es wieder her. Wo ist denn her? Ich mach mal. Oh, es passt ganz gut. Fünf Meter ist vermutlich auch wieder... Ah, hat die falsche Länge. Okay. Ich weiß auch nicht, ob der jetzt den ganzen Container hier runterrechnet. Das kann natürlich auch sein. Ich habe noch eine zweite Idee, was mich noch interessiert. Und zwar werde ich jetzt mal... mich hierhin platzieren. Wir müssen ja probieren, ne? Es ist ja alles hier... So, jetzt haben wir natürlich ein bisschen das Problem, dass das Ding hier, vermute ich, huch, okay, alles klar, I got that, ja. Ich so vermutlich nicht einladen können. Ne? Ich dachte vielleicht so irgendwie. Aber nee. So, dann zweite Variante. Nochmal den Versuch, ob man das mit dem Teil gleich hier so machen kann. Nee, nimmt er nicht. Na gut, ist ein Versuch wert. So, die Gabel machen wir ab. Die lassen wir aber gleich da hinten dran. Und ich hole mir die große Poltergabel. Welche nicht sonderlich geil ist. Boah, da hat es uns einmal erwischt, aber es ist ja nicht meiner. Okay. Die ist nicht sonderlich geil, um hier... Oder? Wobei, wenn man die richtig gut platziert, glaube ich, ist die richtig gut. Ja, so muss man das machen, ne? So muss man da ranfahren. Und dann kriegen wir das schon irgendwie hin. Hier liegt ja noch ein kleines Ministück. Das lassen wir aber liegen, das ist wieder zu kurz. Das hier wieder. Muss ich einfach mal an die Steuerung gewöhnen, dann passt das schon. Zack. Da ist es drin. Ja, genau. Ich werde jetzt mal hier versuchen, das Ding so drauf voll zu hauen. Und wenn der Container voll ist, dann melde ich mich nochmal. Und dann fahren wir den mal verkaufen. Und dann entscheiden wir, wie wir hier weiterverfahren. Von daher, kleiner Cut. Okay, so, das ging recht schnell. Der ist voll, denke ich, weil irgendwie triggert das, ich bin mir nicht sicher. Der hat jetzt 10 Tonnen und 20.000 Liter. Ich glaube, wir können jetzt das Werkzeug hier erstmal parken. So, die Gabel stellen wir hier einfach nur ein bisschen am Rand, genau.
Ist nicht ganz so cool wie der andere große, aber wie gesagt, wir sind halt hier ein bisschen flexibler, weil wir eben noch die Gabel dran machen können. So, jetzt können wir hier die Tür schließen. Ja, ich denke, wir werden wahnsinnig viele Abzüge kriegen. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt noch... Tendenziell sollten wir ja... Aber heben tut er das ohne Probleme, ne? Das ist schon Wahnsinn. Na gut, das Ding wiegt 10 Tonnen. Wir haben einen 30 Tonnen Radlader. Ne? Das macht schon Sinn, dass wir das eigentlich noch fortbekommen sollten. So, jetzt werden wir auf alle Fälle mal gucken, dass ja der Zug nicht gleich schon wieder kommt. Ich weiß gar nicht, ob ich auf dieses Teil hier... Ich meine, wenn das 6 Meter sind... Wie soll ich denn dann auf das Teil einen 12-Meter-Container aufladen? Das macht irgendwie für mich gerade keinen Sinn. Sieht eigentlich ganz gut aus, ne? Bin ein bisschen schief. Aha, der hängt sich hier automatisch ein. Okay, alles klar. So, dann würde ich sagen, genau, 20.000 Liter, da steht 96%. Offensichtlich... Ja, dann waren wahrscheinlich die anderen, die ich aufladen wollte, einfach zu lang. Denn die sind irgendwie reingegangen, aber es ist nichts mehr weiter passiert. So, und jetzt ist Folgendes. Den Container, den können wir jetzt oben verkaufen an diesem... Wo ist es? Genau, Containerlagerhaus. Genau, da kriegen wir 1200. Ah, verstehe. Und das schwankt aber auch nochmal. Das heißt, gegebenenfalls müssen wir das Holz dann nochmal mit irgendwie uns ja, beiseite legen. Da ich die Zahlen noch nicht kenne und sich das erst entwickeln wird. Wir werden trotzdem verkaufen und ich werde auch diesen Monat noch ein bisschen was machen, weil wir brauchen das Geld. Wir haben ja jetzt durch die Mietkosten eine ganze Menge ausgegeben. Ich will auch ganz gerne im August tendenziell noch irgendwie, dass wir zumindest vielleicht noch, ich weiß es eben auch nicht, machen wir noch Gewächshäuser, machen wir nicht. Das ist eine schwierige Frage, ne? Ich bleibe dabei, der Kompromiss, ein bisschen Landwirtschaft zu machen und so, finde ich cool. Aber ich finde auch das cool. Ich finde das cool hier mit so einem Fahrzeug. Das wird auch über kurz oder lang, werden wir uns auch so einen großen Tieflader holen mit LKW, um einfach den Kram schön transportieren zu können. Auch die großen Baumstämme. So viel Zeit muss irgendwie sein. So viel Geld will ich dafür auf alle Fälle haben. Denn das macht schon Spaß. Ich kann mir auch vorstellen, so einen Vollernter irgendwann zu haben. Ich weiß, es ist ein wahnsinnig Haufen Kohle, die Investitionen, die wir da reinstecken. Aber ich denke, das lohnt sich. Das wird sich lohnen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir müssen bestimmt hier rein. Na, fährst du? Jetzt. So, jetzt gehen wieder die Schranken hoch. Ist ja gerade der Zug durch, ne? Sieht schon auch hier ganz schnieke aus, ne? Kann man sich nicht beklagen. Gefällt mir. So, wir wollen... Aha. Wir wollen da drüben am Containerlagerhaus verkaufen. Boah. Da bleibt er erstmal hängen. Ist das euer Ernst? Die Bretter sind doch dazu da, oder? Ich komme hier nicht drüber. Macht überhaupt keinen Sinn, aber okay. It is what it is. So. Da vorne ist der Triggerpunkt. Ja, und rein theoretisch sollte man ja mit den 20.000 Litern jetzt irgendwas um die 20.000 Euro machen. Was schon eine ganz gute Sache ist. Also das, ich finde auch, so schlecht ist das nicht. So, 21.000. Klar noch ein bisschen mehr, weil es ja natürlich ein bisschen mehr wert ist. Guck mal, und hier stehen Mammutbäume rum. Auch nicht schlecht. Ja, de facto haben wir dann zumindest die Mietkosten, die wir jetzt für die ganzen Gerätschaften ausgegeben haben, eigentlich schon wieder rein. Und ich will aber wahrscheinlich noch ein bisschen weitermachen. Also ich werde, denke ich, noch ein paar Euros irgendwie, müssen wir uns nochmal zusammensparen. Denn unterm Strich sind wir, na, wobei wir sind bei 330.000, wenn ich alles auf Null setze, ne?
Aber wie gesagt, wir haben die Gerätschaften noch, die kosten aktuell auch noch ein bisschen Miete, aber es geht echt nicht. Also auf das Holz hier, das funktioniert ganz und gar nicht. Ja, ich werde mal schauen. Ich danke euch auf alle Fälle wieder fürs Zuschauen. Ziemlich coole Sache hier mit den Containern. Gefällt mir. Also insgesamt muss man schon sagen, die haben sich schon ein bisschen was ausgedacht für diese Platinum Expansion. Die haben zwar überhaupt keine Ahnung davon, wie man hier so eine Übergänge baut. Und es ist eine Katastrophe, hier mit dem Gerät drüber zu fahren. Aber alles andere ist schon ganz cool. Man muss auch dazu sagen, wir bräuchten das nicht, ne? Soweit wie ich das verstanden habe, können wir auch die Paletten einfach auf den Zug aufladen. Das wäre auch noch eine Option. Und dann würden wir uns den LKW mit Anhänger sparen. Ich weiß gar nicht, wo ist da der Preisunterschied? 1,2. Wie viel kriegen wir in Elmqueak? 1,1. Und das steigt. Aber guck mal, 1,277 klingt für mich schon nach einem guten Preis. Also ich würde sagen, das ist ja schon eine ganze Menge mehr, ne? Ob wir jetzt 1.000 Euro kriegen oder 1.300, ich meine, das sind 30% mehr Geld. Das ist richtig gut. Also ich werde die Situation jetzt noch nutzen, werde mir jetzt noch so einen Container holen. Ich glaube tatsächlich, mal gucken, wie ich wieder zurückfinde, dass ich, was gab es hier noch? 12 Meter, 9 Meter und 6 Meter. Ich weiß aber nicht, ob wir den 12 Meter auf den Anhänger draufkriegen, den wir haben. Aber 9 Meter klingt für mich sinnvoll. Ich glaube, ich werde so einen auf alle Fälle noch voll laden. Und ja, ich werde euch dann einfach in der nächsten Folge berichten. Von daher, bis dann. Tschüss, tschüss.